Servus Gott auf Ohr, Freunde, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wo man die neue Welt Niflheim freischalten braucht, sie fürs Endgame, um halt wertvolle Ressourcen zu farmen, für die geilen legendären Rüstungen und anderen Sachen, wo man verbessern möchte. Um in diese neue Welt zu gelangen, müssen wir erst 4 Chiffren sammeln. Die finden wir in speziellen Truhen und ich zeige euch jetzt hier die 4 schnellsten Truhen, die ihr einsammeln könnt. Die erste Truhe finden wir am See. Wichtig, ihr müsst ja das Wasser das zweite Mal abgelassen haben. Ansonsten könnt ihr hier nicht anlegen. Auf der rechten Seite ist auch das Gebäude. So, wir müssen dann jetzt hier einfach die beiden Harze abknallen oder halt nur eins anschießen. Dann geht's kaputt. Wir können hier eine Etage höher. Von dort geht es dann nochmal den kleinen Vorsprung weiter und ja, wenn ihr oben steht, könnt ihr auf die Rückseite gucken und dann müssen wir wieder die Harze abschießen und dann geht es wieder nach unten und dort ist dann die erste Truhe und da bekommen wir auch das erste Chiffren raus. Bei mir werdet ihr jetzt gleich sehen, dass das hier das zweite ist, das ich aufgesammelt habe. Es gibt aber eine Truhe, die kann man in der Story verfehlen, dazu später aber mehr. Die zweite Truhe befindet sich ebenfalls auf dem See. Wichtig auch hier, das Wasser muss das zweite Mal abgelassen sein. Ich glaube, wenn es nur einmal abgelassen ist, wird sogar dieses Gebiet von der Weltenschlange blockiert. Hier könnt ihr einfach anlegen, hier wartet auch ein Gegner auf euch. Wenn ihr im Level zu klein sind, kann es sein, dass ihr ihn nicht besiegen könnt. Ich vermute, ihr könnt auch vorbeilaufen und euch die Truhe einfach so holen und dann habt ihr das zweite Chiffren. Die dritte Truhe findet ihr auch am See. Wir sind hier beim alten Wachturm. Ich kann mich hier auch ganz kurz umdrehen. Hier seht ihr, in der Mitte befindet sich der Weltenbaum. Ihr könnt da einfach rüberschippern. Und dann müsst ihr hier an der linken Seite das hier einmal abwerfen. Und dann geht es hier auf die rechte Seite. Und hier ist dann die dritte Truhe. Bei mir ist es im Endeffekt ist die vierte Truhe. Ich bekomme das Chiffren schon, weil ich durch die Hauptstory eine Truhe schon sammeln musste. Weil, wie gesagt, die ist verpassbar. Ich zeige euch jetzt aber noch eine weitere. Die vierte Truhe befindet sich oben am Berg. Hier kommt man mit der Hauptstory vorbei. Kann man normalerweise nicht verpassen. Wenn man sie doch verpasst hat, reist sie einfach zu dem mystischen Tor. Und dann müsst ihr eben ein Stückchen zurücklaufen. Das habe ich jetzt hier ebenfalls gemacht. Für alle anderen, ihr kommt eben dann von der anderen Seite mit der Story. Ich kletter jetzt hier nämlich runter. Und wenn wir uns dann ganz unten befinden, finden wir sozusagen die vierte Truhe. Da bekommt ihr dann ja das vierte Chiffren raus und ihr könnt dann in das neue Gebiet reisen oder die neue Welt. Dann habe ich gerade eben schon erwähnt, dass man eine Truhe in der Story verpassen kann. Das ist jetzt nicht wirklich tragisch, weil man kriegt auch anderweitig diese 4 Chiffren zusammen. Und ja, falls ihr das wissen wollt, ihr müsst in den Bauch der Weltenschlange. Und da gibt es eben eine Truhe, die kann man eigentlich nicht verpassen. Ihr müsst da etwas rausholen und wenn ihr das Ding gefunden habt, ich will euch jetzt nicht zu arg spoilern, dreht ihr euch einfach um und da ist dann eben die Truhe und ist nicht so kritisch. Wenn ihr dann diese 4 Chiffren besitzt, könnt ihr zurück zum Weltenbaum. Dann hat sich hier diese Welt freigeschalten, zweimal nach rechts drehen. Hier steht es auch, Niflheim. Und ihr könnt jetzt dorthin Ressourcen sammeln für richtig geile Rüstungen, wo ihr herstellen könnt. Das war es jetzt hier soweit vom Video. Ich würde mich über ein Like freuen, wenn es euch gefallen hat. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.